Was geht, Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Gelbe Edition. Und ja, wir waren ja das letzte Mal eben im Felstunnel, hatten aber da dort ein paar Probleme. Beziehungsweise auch hier mit den Dickgas und sowas. Und Dickdrees und so weiter. Na toll. So. Aber wir müssen. Wir müssten ja jetzt unsere Pokémon hier ein bisschen trainieren, allerdings, ja, genau, so wäre es eigentlich am besten jetzt. So, das machen wir halt alles ein bisschen später. Okay, wir lassen jetzt mal den Pikachu. Perfekt. Gut, ich setze jetzt mal Glumanda an erster Stelle. Ich bin hier das Pokémon hier. Na toll. Ich glaube, ich bin Psycho raus. Spieler, Kano, okay. Das ist eigentlich. Also, ich hab Katsch in dem Fall. Nee, nicht wechseln. Aber mega lieb. Oh, okay. Gut. Das ist trotzdem noch an erster Stelle, soweit ich weiß. Hier fehlt noch irgendwas. Fluchtseil, okay. Auch ganz gut. Da unten können wir ja nicht durch, weil ja sich das Ding dort befindet. Relaxo. Schauen wir mal, was hier noch gut. Oh. Dann hat die Katsche wechseln. Nein. Auch nochmal Mega Heat. Ja, wenn's klappt. So. Okay. Gut. Shit. Ja, warte mal. Pikachu. Sollten wir mal mit unserem Pikachu hier in den in den Pokécenter. Aber nicht nur mit Pikachu, auch mit Glumanda. Denn Glumanda muss ja auch trainiert werden. Das ist so im Moment eigentlich das wichtigste Pokémon. Oder das wichtigere Pokémon. Und aus dem Grund schauen wir jetzt einfach mal, was hier. Also wir müssen auf jeden Fall trainieren. Ich mach's aber ein bisschen schneller, ja. Weil alles ein bisschen lang. Pikachu wechseln. Pikachu wechseln. Yay, Glumanda, reicht Level 15. Nee, keine. Ja, was? Ja. Naja. Ja, ich denke jetzt, wenn wir Glumanda gut trainieren. So Level, keine Ahnung. 20 rum etwa. Sollten wir eigentlich ganz gut dastehen. Da reicht es dann eh dann Level 16, dann entwickelt sich dann sowieso zu viel Texto. Halt alles ein bisschen. Aber ich denke, es wird schon funktionieren. Ja. Schauen wir einfach mal. Oh shit. Yay! Yay! So. Jetzt wieder in den Pokécenter und dann eben das Pokémon heilen. Oder die Pokémon heilen. Könnte theoretisch auch cheaten, aber darauf habe ich voll keinen Bock. Ich meine, das ist. Klingt ja nicht umsonst, ja. Können wir uns vielleicht mal mit Pikachu trauen, hier ein bisschen anzugreifen? Ja, sieht schon besser aus. Weil jetzt passiert dann auch Pikachu allein die ganzen Ekos. Okay.
Überluft werden. Schön. Eigentlich auch sau selten. Ja, schade. Ich will jetzt nicht spielen, deswegen ziehe ich nochmal Pikachu ein hier. Ein Aber. 17, sehr schön. Was ist denn da? Ist der Durchgang, der Staub, ich bin lustig und sowas. Ja, genau, das kennt man doch. Kennt man alles. Ich glaube, ich sollte vielleicht ein bisschen Desktop-Audio runtermachen. 35, falls man mich nicht so gut hört, aber ich glaube, das sollte jetzt besser geworden sein. So, jetzt darf man unser Detexo nochmal heilen hier im Pokécenter. Ja, die Folge wird auf jeden Fall nur Kampf, 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 denn wir brauchen das. Wir müssen ja durch den Felsen kommen. Vor allem bei dem einen Gegner, wo wir ja unmächtig geworden sind in der letzten Folge. Ja, ich denke schon, dass wir mal. Ja, wow. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Geht doch. So. 5000 Mal Gesang von Pummeluk hier abbekommen. Wechseln. Yay. Ein Bayern ein Level. Ist das nicht cool? So. Also, ja, es dauert halt, wie gesagt, echt ein bisschen. Eigentlich kann ich den jetzt. Ja. So. Also, ich guck mal, vielleicht kann ich ja in der nächsten. Beim nächsten Mal, wenn uns ein Dings entgegenkommt, ein Aberrad das fangen. Das finde ich auch. So. Oh scheiße, das habe ich voll verrafft. Okay. Gut. Okay, dann schauen wir mal. Also wir haben ja eigentlich die Pokémon relativ gut trainiert. Ja, es ist halt eben Commander gewesen, das relativ schwach war. Aber mir fällt jetzt gerade noch was ein, Leute. Mir fällt jetzt gerade noch was ein. Wir haben ja noch ein Pokémon so. Und zwar unser Shiggy. Das war ja Level 10, glaube ich. In der Pension, das können wir uns ja theoretisch kurz holen. So, dann gucken wir mal, was der Level ist erreicht. Ich würde einfach sagen, wir halten jetzt mal so 15 Sekunden einfach drauf. Weil da vergeht auch die Zeit sehr, sehr schnell. Und dann kann es ja auch sein, dass das Pokémon jetzt noch in der Zeit eben ein paar Level oder ein Level erreicht. Und dann noch 3, 2, 1. So. Shiggy hat sich toll entwickelt. Es ist um 8 Level gestiegen. Das habe ich gut gemacht, oder? Bevor du dein Pokémon wieder mitnimmst, bekomme ich nur... Jo, hast du hart, kein Thema. Dann dürfte es jetzt eigentlich logischerweise Level 18 sein. Jo. Und wenn wir jetzt halt noch mit Shiggy ein bisschen kämpfen, dann wird es auch zu Shiloh. Dann haben wir eben die ersten zwei, die Starter-Pokémon in ihrer Entwicklung. Super. Ah, es ist geflohen, das ist klar. Jetzt machen wir lieber auf Pikachu. Dauert vielleicht noch ein bisschen, bis wir Oh, gut. Gut, denn jetzt kann es da sein, dass wir mit dem Pokéball. Jo. Jo. Okay, jetzt nochmal. Ich riskiere es mal nicht. Ich setze vielleicht Pikachu ein. Jo, schön, dass sich auch entwickelt. Sehr schön. Gut, Leute. Gut. Gehen wir noch kurz nach Urania City, wo wir uns dann
wo die Pokémon jetzt dann heilen. Und Pummeluft legen wir dann ab. Dann gucke ich mal noch in der Box, was wir da für Pokémon haben. Jetzt heilen wir erstmal alle logischerweise. Genau. Dann gehen wir hier in die Box. Ja. Ablegen. Halt. Ablegen. Und da legen wir jetzt Pummeluft ab. Und nehmen. Ups. Nehmen mit. Schauen wir mal, wer hier gut ist. Im Moment ist Ratzfatz so der stärkste mit Level 15 von denen in der Box. Und schauen wir mal, wie es bei dem aussieht gesundheitlich. Ja, sind alle eigentlich fit. Genau. Gut, Leute. Was? Ich weiß, war jetzt eine kurze Folge oder ist jetzt eine kurze Folge. Sorry. Ich möchte euch nicht mit irgendwelchen anderen Scheiß jetzt stressen. Die nächsten Folgen werden halt nicht so ewig lang, einfach nur aus bestimmten Gründen. Genau, ja. In diesem Sinne, Leute, haut rein, viel Spaß und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und schönes Wochenende.